Was ist an H5P besonders? Ist natürlich ein Wortspiel, das auf das Thema Open Educational Resources hindeuten soll, also kurz OER. Und da hat H5P tatsächlich so ein paar Besonderheiten in petto, auf die ich ja schon kurz eingegangen bin, wenn du den Abschnitt zum Thema Was ist H5P durchgearbeitet hast. Es gibt zum Beispiel sowas wie Metadaten, die man anlegen kann. Man kann ihn halt runterladen, woanders wieder hochladen. Man kann die Sprache anpassen. Man kann, was kann man noch machen? Man kann kopieren und einfügen. Man kann verlinken und einbetten. Es gibt sowas wie eine X-API-Schnittstelle. Da wird es ein bisschen technisch, aber auch nicht so. Da zeige ich nur grundlegend, wie das funktioniert, was man damit machen kann. Ja, das ist hier in diesem Abschnitt drin. Und wenn du meinst, OER und H5P, da möchte ich doch mehr zu wissen, dann schaust du einfach rein.